Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Reihe Abenteuer in Tokio, Woche 3. Nach wie vor sind wir in Tokio unterwegs gewesen, um eine Dokumentation über Gleichberechtigung und Feminismus zu drehen und einfach den Tagesablauf und die Abenteuer unserer ProtagonistInnen zu begleiten. Diese Woche haben wir angefangen bei einem Besuch bei FM Fuji, wo auch die Minori immer wieder dort ist und immer wieder dort mitarbeitet und auch eine eigene Show hat. Und sie hat dann ein Interview geführt mit einer Dame, die sich mit dem Thema Menopause und Menopausenberatung auseinandersetzt und da auch einfach viele Schulungen gibt und auch sehr bekannt ist. Wir durften einfach das Ganze begleiten, durften das alles mit aufnehmen, was auch mega cool war, dass ich übrigens während der Radiosendung trotzdem noch mit unserem Mikrofon den Ton von Minori abnehmen konnte, was natürlich extrem cool ist für unseren Film. Dann abends sind wir weitergezogen in die ganz, ganz bekannte Shibuya Crossing und haben da noch ein paar Videoaufnahmen gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, dass die Aufnahmen, die ich mit dem Handy gemacht habe, echt besser geworden sind als die, die ich mit der Kamera gemacht habe, weil dieser Zeitraffer-Effekt vom iPhone einfach so cool aussieht. Da war ich richtig begeistert. So, Johnny, was machen wir jetzt? Wir machen Langzeitbelichtungsshots gerade auf dem Shibuya Square. Und ja, ziemlich fresh, ziemlich ein bisschen stressig, weil so viele Menschen, aber ist cool. Ungefähr so der bekannteste Platz in Tokio überhaupt. Und vom Dummy haben wir dann noch so ein paar verschiedene Langbelichtungsaufnahmen gemacht, einfach mal ein bisschen rumgetestet und haben dann auch coole StraßenmusikerInnen gefunden, die da übrigens immer überall unterwegs sind und dann praktisch also live streamen und man auch ihre Social Medias immer sieht und dann die unter denen dann folgen kann. Ja, und dann ging es weiter durch die Stadt. Hier sieht man Michelle im Zeitraffer. Hallo Michelle. Michelle, die letzte Woche hat angefangen. Wie geht's dir damit? Ich bin traurig. Oh ja, ich bin auch traurig, dass du mich verlässt. Ja. Gut, dann waren wir nochmal unterwegs und haben mit dem Tobi zusammen Straßeninterviews gesammelt und ganz viele Leute interviewt. Und da sieht man uns auch im Bus. Und da muss ich mal kurz petzen. Also ich habe keinen Ärger von den anderen Leuten gekriegt, aber die anderen schon, weil sie zu laut waren. Weil in Japan aus irgendeinem mir unbekannten Grund alles schreit, jeder Automat, jeder Laden, alles, was man sich vorstellen kann, außer im Zug und im Bus. Da darf man nämlich gar nichts sagen. Ja. Da haben wir mit dem Tobi mal wieder die Leute gefragt, wie sie zu den Themen stehen, mit denen sich auch die Dokumentation befasst. Gut, dann ging es weiter zum Schuh, weil wir hatten ja schon ein Interview mit ihm und dann gab es aber noch ein zweites, weil uns noch ein paar Themen gefehlt haben. Und dann durften wir ihn zu Hause in seiner Wohnung besuchen und das war auch sehr cool und hat Spaß gemacht. Hier hatten wir nur mega wenig Zeit, übrigens irgendwie nur so anderthalb Stunden oder so. Und das heißt, wir hatten irgendwie gar nicht viel Zeit, um das Licht einzubauen oder einzustellen und haben einfach dann unser Bestes gegeben, um das so schnell wie möglich irgendwie hinzukriegen. Aber es hat alles funktioniert. Ja, und dann war eigentlich so die große Hauptsache, wegen der wir überhaupt zu dem Zeitpunkt nach Japan gegangen sind, und zwar der Flower Protest. Die Minori hat ja eben diese Flower Proteste ins Leben gerufen und hat die gegründet und es ist sehr emotional und sehr krass und es war jetzt auch ein Geburtstag der Flower Proteste und da ging es eben darum, dass die Leute, die dort sind, einfach ihre Geschichten teilen. Teilweise haben die noch nie erzählt und die sind schon 30, 40 Jahre her und es ist einfach sehr emotional gewesen und alle waren sehr beeindruckt. So weiter ging es. Wir sind dann noch ein bisschen nach Harajuku gegangen und haben uns einfach so die Gegend angeschaut, die Michelle und ich, und haben die letzten Tage so ein bisschen genossen. Wo sind wir gerade? Wir sind gerade in einem Thrift-Shop und ich habe hier so einen Fundo gefunden und hier ist auch generell sehr, sehr cool. Die sind alle richtig schön sortiert auch. Ja, wir sind in Harajuku und endlich hat man mal das Gefühl, man kann atmen und kriegt nicht komplett die Krise, weil man von Menschen erdrückt wird. Ja.
Ja, und die Straße ist auch total abgefahren. Aber ich muss ehrlich sagen, diese ganze Gegend, also diese Harajuku-Hauptstraße da, hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt, viel größer. Deshalb sind wir auch ein bisschen weitergelaufen und haben dann so einen sehr schönen Schrein entdeckt und einen schönen Park und haben da noch ein bisschen fotografiert und einfach die Ruhe genossen, weil es war wirklich wunderschön dort. Ja, und dann haben wir noch das erste dreckige Klo in Japan entdeckt. Das war schon ein bisschen versifft. Und das Witzige ist, es ist natürlich da, wo die ganzen Touris sind. Ja, abends ging es dann nochmal weiter zum Love Peace Club, beziehungsweise zum Love Peace Club Store. Und da haben wir nochmal ein Interview mit der Minori aufgenommen. Und zwar einfach über ihr ganzes Business und wie das alles lief, wie das alles angefangen hat. Und der Store ist auch mega schön. Und was auch richtig cool war, wir haben das Interview gemacht nach Ladenschluss von einem Shopping Center. Und es war total abgefahren, weil wir dann ja noch drin waren, als alle anderen Läden schon zu waren. Und ich habe das ja noch nie erlebt, aber ich fand es richtig cool. Also richtig abgefahren. Dann haben wir uns natürlich noch die ganzen Sachen angeguckt, die es bei Minoru im Store gibt. Und zwar sehr cool. Diese Karten, die sie hier zeigt zum Beispiel, sind auch mega cool. Da können sich einfach die Frauen auch mit ihrem eigenen Körper und ihrem Körperbild auseinandersetzen und auch einfach da Bezug drauf nehmen. Ja, und dann haben wir noch eine Pressekonferenz begleitet, und zwar von unserer Protagonistin Mariko. Die ist eigentlich sowieso die allercoolste Nudel. Die ist einfach unbrechbar und so witzig und lässt sich einfach gar nichts gefallen. Sie ist einfach so eine coole Person und so inspirierend. Sie setzt sich vor allem ein für mehr Frauen in der Politik und kämpft da gegen alles und jeden, der oder die ihr im Weg steht. Das ist echt total abgefahren und sie ist wirklich eine inspirierende Persönlichkeit, die sie schon so viel erlebt und durchgezogen hat. Also ich bin einfach nur dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen und uns mitzunehmen. Ja, dann haben wir uns noch mit der Elvira getroffen und ein Kimono-Shooting gemacht am letzten Tag von Michelle. Und haben da schöne Fotos gemacht und die kommen dann auch noch irgendwann auf diesem Kanal. Die habe ich aber ehrlich gesagt noch gar nicht bearbeitet. Aber ich werde das bald tun. Hier seht ihr nochmal ein paar B-Roll-Aufnahmen, wo wir mit der Elvira unterwegs waren. Die Michelle war anfangs auch dabei, musste aber dann früher gehen, weil es ihr einfach gesundheitlich leider nicht so gut ging. Das war echt ein bisschen traurig, aber ich habe dann noch ein bisschen weitergemacht und habe dann zusammen mit der Elvira auch noch ein paar Tees und so gekauft, damit die Michelle sich noch ein bisschen entspannen kann. So, Michelle muss mich leider verlassen. Das macht mich ehrlich gesagt ziemlich traurig. Deshalb weint auch der Himmel mit mir. Und jetzt geht es dann für den Rest vom Team zum Flughafen. Also, als mich dann Michelle verlassen hat, am gleichen Tag sind dann Dani und Andi angekommen. Und die habe ich dann auch beim Flughafen abgeholt. Und es hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Und wir haben uns dann auch nochmal mit der Elvira getroffen am Abend und den Abend zusammen verbracht und waren da in ihrem Shared House. Ein Shared House ist so eine Art WG, nur advanced, also dass es eine richtig schöne große Küche gibt. Und da wohnen auch so 60 bis 80 Leute, also es war wirklich cool und wirklich schön da zu sein. Und ja, wir sind dann auch einfach nochmal um die Häuser gezogen, haben Fotos und Videos gemacht und B-Roll gesammelt, wie immer. Und ja, so hat sich dann die dritte Woche dem Ende entgegengeneigt und es geht dann in der vierten Woche weiter mit neuen Abenteuern aus Tokio. Gut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss!